Liebe YouTube-Zuschauer, heute das Anstandslied. Liebe YouTube-Zuschauer vom Sendezentralturm Hühnerberg Memmingen, Funkhaus Memmingen. Live ist euer Wurzel-Tommy. So, wieder mal ein Lied für Sie. Was halt mein Köpflein hergibt, ich kann nicht immer Lieder schreiben. Es ist für mich sehr schwierig, immer Lieder zu schreiben. Es gibt ein bisschen ein längeres Video, aber ich denke mal, ich möchte da etwas auch mal loswerden. Zwei Kurzgeschichten, bevor ich mit dem Lied anfange. Im Neujahr wollte ich jemand zum Silvester gratulieren. Ich wusste, es war 21 Uhr Ausgangssperre am Silvester. Ich war bloß kurz über der Straße drüber, habe jemand ein gutes neues Jahr gewünscht und sie verjagten mich. Ausgangssperre, sonst musst du 500 Euro Strafe zahlen. Nun, vor der Haustüre durfte man stehen, mehr nicht und knallen, was man da hatte und mehr auch nicht. Und ich bin der Meinung, es geht ein bisschen mehr Menschlichkeit verloren, wenn wir nicht mal uns ein gutes neues Jahr wünschen dürfen, trotz Corona. Aber ich denke mal, ich nehme das Corona sehr ernst. Natürlich nehme ich es sehr ernst und versuche mich auch zu schützen. Aber man kann, wenn ich am Gehweg stehe, 20 Meter vom Haus weg und ein gutes neues Jahr wünsche, und nur über den Gehweg wieder laufen und nach Hause gehe, ein gutes neues Jahr zu wünschen, finde ich das schon ein bisschen schäbig, dass man solche Leute nicht mehr mal ein gutes neues Jahr wünschen kann, ohne dass man einen verjagt. Es geht um ein Stückchen mehr Menschlichkeit und sie hätten ja nur sagen können, ein gutes neues Jahr und dann wäre ich auch wieder gegangen. Nichts kommt über ihre Lippen hinweg. Das finde ich schon schäbig. Das zweite wäre dann, wenn man respektlos im Krankenhaus behandelt wird und dermaßen, wie ich es damals erlebt habe und auch heute, wo ich meine Spritze geholt habe, verstehe ich es nicht. Man sollte auch mal Rücksicht nehmen. Ich rede von Rücksichtsnahme, Höflichkeit, Freundlichkeit. Und das Lied drückt es aus in einem Lied, Anstandslied. Das Anstandslied eines Liedleins. Ich habe dazu ein Liedlein einmal gemacht, wie wir eigentlich sein sollten. Ich mache genauso meine Fehler, wie jeder andere auch. Und ich sitze genauso in einem Boot, wie alle andere auch. Ich hoffe, durch diese schwere Corona-Zeit sollten wir uns doch ernst nehmen, respektieren, freundlich sein. Ich weiß nicht, was wir mitnehmen in der Corona-Zeit und nach der Corona-Zeit, wenn sie mal vorbei wäre, was wir daraus gelernt haben. Aber ich bin der Meinung, wir sollten daraus was lernen. Deswegen mache ich das Video auch. Wir sollten was begreifen in der Corona-Zeit eigentlich und überhaupt deswegen dieses Lied. Das Ganze wird dann auf Hochdeutsch gesungen. Willst du Respekt, dann gib Respekt zurück, in einem ganzen Stück. Sei freundlich zu deinen Mitmenschen, dann kommt auch etwas zurück in deinem Leben. Sei frohen Mut, geh für andere ins Feuer, in voller Glut. Das tut der Seele besonders gut. Sei hilfsbereit in all deinem Leben, allzeit bereit, des anderen, das ihn besonders freut. Von guten Taten kommt immer was zu.
zurück. Deinem Lebenssituation in einem großen Stück. Halte im Leben deine Augen immer offen. Aus Fehlern lernt man sozusagen. Und die Moral von der Geschichte: Man lebt in so einem Leben, in so etwa, in so einer Sicht. Das war mal ein Lied, dazu möchte ich sagen noch, wieso, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, wir sind keine guten Menschen, wir sind auch keine bösen Menschen, wir machen Fehler, wir machen auch gute Dinge, gute Taten, und ich auch, auf meine Videos habe ich manchmal Menschen beschimpft oder so, oder manchmal böse beurteilt. Nur immer keine Namen gesagt. Manchmal tat ich gute Dinge oder gute Sachen für einen guten Zweck, auch hier auf YouTube. Ich bin der Meinung, wir sollten lernen, bevor man etwas sagt, ausspricht oder tut, darüber nachzudenken, was man macht. Das muss ich auch. Ich bin auch nicht fehlerfrei. Ich koche auch nur mit Wasser, und ich hoffe, ich kann von meinem eigenen Lied genauso etwas mitnehmen wie ihr auch. Wenn ich mal was vergessen sollte im Leben, schaue ich jetzt noch mal nach, was ich mal gesungen habe. Ich hoffe, wenn ihr das Video anschaut, könnt ihr auch daraus lernen und profitieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt live, der Wurzeltommy vom Sendezentralamt Riederberg Memmingen, Funkhaus live. Servus. Ciao, ciao.